In der vierten Aufgabe war ein Schaltbild gegeben, das etwas umgezeichnet so aussieht. Diese Spannungsquelle hier, das sollten 12 Volt sein. Und dann waren ein paar Widerstände gegeben, 40 Ohm. Die beiden hier waren jeweils 10 Ohm. Der hier drüben hatte 20 Ohm und der hier ganz unten hatte auch 10 Ohm. Und jetzt war unter anderem eben einmal die Spannung hier gesucht über diesen Widerstand, den nenne ich mal einfach U, und es war dieser Strom hier gesucht, der durch diesen Widerstand oder durch diesen Zweig hier durchfließt, den nenne ich mal einfach I. Bevor man jetzt anfängt, das zu rechnen, kann man vielleicht erstmal so ein paar Widerstände sich hier zusammenfassen und kann sagen, wenn wir mal diese beiden Widerstände hier zusammenrechnen, dann sind das schon mal 20 Ohm. Und dann sehen wir, wir haben 20 Ohm parallel zu 20 Ohm. Das lässt sich relativ einfach rechnen, so dass wenn wir jetzt diese Widerstände hier zusammenfassen, dann sind 20 Ohm parallel zu 20 Ohm wieder 10 Ohm. Na, und die 10 hier jetzt in Reihe wären wieder 20, aber das brauchen wir vielleicht gar nicht. Und jetzt sollte man eben diese Spannung hier ausrechnen mit Hilfe der Spannungsteilerregel. Wenn wir das mal machen, dann schreiben wir auf. Um diese Spannung hier rauszukriegen, müssten wir die erstmal auf die nächstgrößere Gesamtspannung hier beziehen. Das wäre diese hier, die über diesen beiden Widerständen und natürlich auch über diesen Widerstand hier drüben abfällt. Wenn wir das jetzt hier machen, Teilwiderstand durch Gesamtwiderstand, 10 Ohm durch 20 Ohm, mal entsprechend diese Spannung hier, die Spannung, die von hier nach hier abfällt. So, wie kriegen wir die raus? Eben aus diesem gesamten Teilwiderstand, also aus den grün skizzierten, ich male die mal vielleicht hier auch mit grünem Stift hin, aus den grünen 10 Ohm geteilt durch den Gesamtwiderstand, das sind 40 Ohm plus 10 Ohm plus nochmal 10 Ohm sind 60 Ohm und das Ganze multipliziert mit der Quellspannung, das sind 12 Volt und dann kommt man auf, ich schreibe mal hier drunter weiter. Das ist ein Faktor 1/2, das ist ein Faktor 1/6, die Ohm und die Ohm und die Ohm und die Ohm. Hier kürzen wir natürlich immer weg. Und das Ganze mal 12 Volt. Und dann können wir rechnen, 1/6 und 1/2 sind auch 1/12. 1/12 von 12, dann kommt da genau 1 Volt raus. So, dann zur Stromteilerregel. Wenn wir das jetzt machen und diesen Strom hier ausrechnen wollen, dann brauchen wir erstmal, ja, das können wir das beziehen auf den Gesamtstrom, der hier fließt und brauchen dann den Widerstand in dem anderen Zweig, da wo der Strom nicht lang fließt, das sind diese blauen 20 Ohm geteilt durch den Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes. Das sind die blauen 20 Ohm plus diese 20 Ohm hier, das sind 40 Ohm. So, und dann eben mal den Gesamtstrom, der hier reinfließt. Und den kriegt man raus, indem man die Gesamtspannung durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung teilt. 40 Ohm plus die grünen 10 Ohm plus nochmal die 10 Ohm sind 60 Ohm, genau die gleichen 60 Ohm, die wir da oben schon mal hatten. So, das kürzen, kommt da 1/2 raus. Auch hier können wir kürzen. 60 durch 12 sind 5. Da bleibt ja also 1/5 unterm Bruchstrich zu stehen. Und Ohm ist ja das gleiche wie Volt pro Ampere. Können wir die Ampere über dem Bruchstrich schreiben, die Volts wegkürzen. Und dann bleibt hier als Einheit Ampere über. Und 1/2 mal 1/5 ergibt dann 1/10 Ampere. Und das ist der Strom der Stromteilerregel. Was sind die häufigsten Fehler, die dabei aufgetaucht sind? Naja, also entweder wurde das Schaltbild falsch interpretiert und nicht so umgezeichnet, wie das jetzt hier der Fall ist. Also zum Beispiel so, dass dieser Widerstand eben nicht in Reihe sind, sondern irgendwie parallel. Dann kann man natürlich auch so ein bisschen was falsch machen, indem man die Stromteiler- oder Spannungsteilerregel hier eben nicht zweimal anwendet. Also erstmal nur auf diesen Zweig anwendet und dann auf die Gesamtschaltung anwendet, wenn man
versucht, die Spannungsteiler jetzt hier gleich in einem Schritt auf diese Samtschaltung zu beziehen, dann wird man scheitern, weil das ja hier an der Stelle jetzt eben kein unbelasteter Spannungsteiler ist, ne? Der Strom, der hier reinfließt, fließt ja nicht nur hier lang und hier unten wieder raus, sondern ein Teil fließt ja auch hier drüben lang. Deswegen muss man eben erstmal nur diesen Teil berücksichtigen, den auf diese Spannung beziehen, die von hier nach hier abfällt, und dann diese Spannung eben erstmal im nächsten Schritt aus der Gesamtspannung ausrechnen. Eine nette Möglichkeit, um bei dieser Aufgabe sein Ergebnis so ein bisschen zu überprüfen, ist einfach mal zu schauen, wenn man hier am Ende was ausrechnet, was größer ist als die Spannung, die hier vorne reingeht, dann muss man schon mal irgendwie auch was falsch gemacht haben, weil in einer Schaltung, wo nur Widerstände drin auftauchen, dann muss die Teilspannung, die an einem Widerstand anliegt, immer kleiner sein als die Quellspannung, ne? Weil die Spannung teilt sich ja irgendwie auf die Widerstände, dann muss das immer kleiner sein. Später, wenn das mal irgendwelche Induktivitäten, Kapazitäten sind, muss das nicht mehr zwangsweise so sein, aber jetzt für den Fall der Widerstände ist das in dem Fall so. Und wo man sich jetzt auch nicht durch verunsichern lassen sollte, ist, dass natürlich in der Originalschaltung hier neben nochmal ein Widerstand war, der parallel zu dieser Quelle geschaltet war. Der hat aber für das Ergebnis und für diese Rechnung hier, hier drüben und für die Spannung hier und für den Strom hier überhaupt gar keinen Einfluss, weil egal wie groß dieser Widerstand ist, die Spannung, die hier drüben an dem Zweig anliegt, durch diese Quelle bleibt ja immer genau die gleiche. Also diesen Widerstand da drüben, den konnte man wirklich problemlos vernachlässigen. Der hat überhaupt gar keinen Einfluss auf diese Schaltung. So, ich habe beim Erstellen dieses Videos wieder ein bisschen was über Elektrotechnik gelernt. Wenn Sie auch noch mehr über die Elektrotechnik lernen möchten, dann rechnen Sie jetzt am besten gleich selber nochmal solche Aufgaben.